Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Wir spielen heute mal wieder den Springer, denn hier und da und überall gibt es wieder was zu tun. Zu Beginn noch ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Wir brauchen hier in Olching noch ein Bankhaus. Da suchen wir uns mal einen schönen Platz und stellen das gleich mal mit auf. Am besten wäre ja hier oben, wenn ich das so sehe. Ja, dann muss mal die Kühlerei weg. Oder vielleicht auch nicht. Na Moment mal, ich schließe euch mal hier hinten an. Und das Lagerhaus kommt dann ein bisschen weiter nach oben. Können wir das hier wegreißen? Das reicht vielleicht schon, wenn nicht, wird die Feuerwehr halt auch noch ein bisschen verschoben. Nein, reicht nicht. Gut, dann kommst du hier hin. Dann kommt das noch weg. Reicht aber immer noch nicht, oder? Doch! Dann hier mit dran, würde ich mal sagen. Oh, Moment. Vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach links. Ja, vielleicht auch hier hin. Die linke Seite da. Gefällt mir noch nicht so wirklich, aber besser wird's nicht. Gut. Hinter jetzt. Noch mehr Zeit will ich nicht mit dir verschwenden. Kann ja da auch noch gleich eine Straße mit dran. Und das Ganze machen wir jetzt hier oben in Hoyerswerda auch nochmal. Da steht ja bis jetzt auch nur eins. Aber wo packen wir das mit rein? Das ist jetzt wieder die Frage. Hätte man vorher mal mit einkalkulieren müssen. Aber naja, so bin ich halt. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Bereich hier. Sollte funktionieren, auch wenn es da links unten ein bisschen knapp aussieht. Ja, vielleicht dann doch hier hin. Okay, dann müsst ihr aber mal ausgetauscht werden. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entwicklung. Ja, weiß ich, ist es. Gebe ich dir vollkommen recht. Dann packen wir mal. Ach, die Polizei da runter. Stellen vielleicht hier oben noch eine mit auf. So zur Sicherheit, man weiß ja nie. Einmal so, einmal so. Dann. Tja, reißen wir ein paar Hütten ab. Würde ich sagen, zuerst mal die Straße. Da können wir euch schon mal umstellen. Na, kommst du wohl mit? Und jetzt das Ganze noch verschoben, das rausgenommen und das weggerissen. Ihr da hoch. Und dich müssen wir jetzt noch irgendwo mit unterbekommen. Ach, was hältst du denn von hier drüben? Eigentlich doch nicht verkehrt. Und dann nehme ich mir mal diesen Platz und stell da. Ach ja, Moment. Da war ja noch was. Das Bankhaus mit auf. So? Oder so? Na dann doch eher so. Ihr solltet alle noch euren Anschluss haben. Jawohl, Straße und so. Na, ihr wisst Bescheid. Da steht das auch schon mal, die Hütte hier. Und noch etwas. Mensch, wir haben hier noch gar kein Regionalministerium aufgestellt. Ich sollte mich schämen. Aber wo kommt's hin? Da muss ja hier auch wieder was raus. Reicht gerade so bis ganz links unten an das Rathaus. Und wie sieht's oben aus? Aha, rechts haben wir auch alles, aber leider nicht mehr bis ganz nach oben. Aber da ja sowieso da nur Bauern stehen, ist mir das eigentlich egal. Komm, ihr müsst jetzt auch nochmal weg hier. 88, es wird knapp. Und damit hin. Itemsockel. Für Rathäuser und so, ne?
Wo war denn das hier? Und da. Und schon haben wir es doch. Dann nochmal schnell nach Drelomni, bevor es hier weitergeht mit Aufrüsten und Co. Nummer 1. Forschungsinstitut. Ich bin einer der Gelehrten. Du hast Meldung gegeben? Dann, was gibt's denn jetzt Schönes? Anlegestelle 250.000? Da warte ich mal schnell noch die paar Sekunden da ab. Und ihr hier, ihr sinnlosen kleinen Frachter, ihr werdet jetzt alle mal in die alte Welt geschickt und verkauft. Brauch euch nicht mehr. Schade, dass ich euch nicht verschrotten kann. Wäre doch auch was, oder? Einfach hier zum Hafen fahren, verschrotten und vielleicht so, naja, ich sag mal 50% des Baumaterials wiederbekommen? Flotte erwartet Befehl. Hätte doch was, aber nein, nicht möglich. Dann ab in die alte Welt. Moment, erstmal gruppieren hier. Neue dass Ziele. Ich euch dann leicht einsammeln kann und erstmal Olching angesteuert. Hätten wir das auch abgehakt. Jetzt könnte doch die nächste Anlegestelle wieder reingepackt werden. Das ist das Forschungs... Zick, zack und... Vamos. Schon ist sie drin. Und da können wir hier unten auch gleich ein paar noch aufrüsten. Da war ja noch ein bisschen was. Einmal da, einmal dort. Dich nehme ich mit. Dich bauen wir aber auch aus. Und für dich reicht es leider nicht mehr. Tja, schade. Da lassen wir jetzt mal die Baumaterialroute noch pausiert, dass ich das hier schön ansammeln kann. Und dann wären wir hier auch fertig. Geht's jetzt weiter? Freut euch, es kommen weitere Investoren. Oder auch nicht. Moment. Weshalb habe ich nicht daran gedacht? Och, wieso reicht euch denn der Kaffee nicht? Mann, Mann, Mann. Kisten unter Deck. Was soll ich nur mit euch machen? Na, dann könnte ich ja eventuell den Dampfer hier noch mit draufpacken. Wenn ich jetzt das Material noch unterbekommen würde. Mehr Druck im Kessel. Och, hier haben wir doch noch einen mit ein paar Steinen. Machen wir das doch so. Tauschen die Items hier mal schnell noch aus. Hallo, tauschen die Items hier nochmal schnell aus. Neue so, Befehle. Kein Platz mehr. Entschuldigung. Einmal so, da wieder rein, Platz zum nehmen Horizont. Und jetzt kannst du losgeschickt werden. Was wäre das denn dann? Kaffee 2 gehe ich mal stark von aus. Kaffee für Hoyerswerda, ein Schiff unterwegs, jawohl. Mehr Druck im Kessel. Du bekommst die Nummer 2 verpasst. Für Heu reicht mir Nummer 2, jawohl, schnell mit rein. Und los geht's. Ich hoffe doch mal, die nächste Lieferung, die ankommt. Och, och, da ist sie ja schon. Reicht aus, dass wir aufrüsten können. Na komm, die 4%. Sollten doch wohl drin sein. Aber wir können ja auch noch ein paar Handwerker mitnehmen. 950. 700. Reicht's ja noch für euch. Komm, du wirst auch noch aufgerüstet. Ach, kann ich dich jetzt wieder nicht ausbauen? Dann tauschen wir dich halt aus. So einfach geht's. 431, das muss jetzt aber erstmal so bleiben. Oder? Oder? Ach kommt. Nehmen wir die auch noch mit. Auf den einen muss noch gewartet werden. Aber passt doch so. Kisten unter Deck. Dann bekommen wir dich ja auch schon mal leer. Was habt ihr noch alle geladen? Bretter, Ziegelsteine können raus. Neue Befehle. Fenster können raus. Und Stahlbeton ebenfalls. Kisten unter Deck. Da können wir euch ja schon mal losschicken, um die nächste Ladung entgegenzunehmen. Frachtschiff steht bereit.
1, 2, 3, 4. Jawohl. Bitte zusammen runter nach Olching. Lotte unterwegs. Und ihr solltet auch kein Problem sein, wenn es denn jetzt gleich losgehen kann. Ja, kann es. Wunderbar. Zuerst mal ihr zwei beiden. Und dann die Reihe einmal komplett. Die natürlich auch noch. Und euch werde ich nicht vergessen. Kran anhalten! Machen wir dich mal leer. Zusammen mit der guten Berlichingen und schicken euch runter zum neuen Kreuzholm. Der Admiral. Soll nicht in Stocken kommen heute hier. ...17.000, da geht auf jeden Fall noch ordentlich was. Ja, Moment mal, da sehe ich doch, da fehlt noch ein Stück Straße. Und da können wir ja auch noch ein bisschen zukleistern, da noch ein bisschen was hin. Da sehe ich auch noch grüne Fläche. Muss weg. Aber das ist Erbsenzählerei hier. Gut, ein paar gehen noch. Sehe ich, auch wenn es nicht viele sind. Machen wir bei euch mal weiter hier. Jawohl. Und wir könnten sogar noch ein paar Arbeiter mitnehmen. Kommt gleich dran. Noch keiner angekommen? Ah, doch. Dann wieder ein paar Ziegelsteine, ein paar Stahlträger wären mit Sicherheit nicht verkehrt. Wie sieht's jetzt aus mit Fenstern und so? Ja, müssen auch angeliefert werden. Holz gibt's von den anderen zwei Kollegen. Und dann nimmt der hier nochmal eine Mischung mit aus Stahl und Fenstern. Hi. Dann ist das alles etwas gleichmäßiger. Ihr braucht noch? Ja, ihr braucht noch. Na super. Muss also doch wieder gewartet werden. Aber nur hier. Wir können ja noch in Trelawney weitermachen. Auf unserer kleinen, schönen, gemütlichen Insel. Da gibt's auch gleich ein paar neue Handelsrouten. Euch soll es ja an nichts fehlen hier. Aber zuerst werden mal die hässlichen Lehmgruben hier woanders hin verschoben. Also ehrlich. Steht ja mal sowas von im Weg. Wo packen wir das denn hin? Ja, oben mit drin, mit hin. Einmal, zweimal, dreimal könnte passen. Auf die Höhe? Ja, geht. Geht, 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 geht. Dann? Ja, natürlich soll's dahin. Frag noch so blöd. Ja gut, das geht jetzt eher nicht so. Muss das mal kurz abgerissen werden. Einmal da. Ja. Und ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Du kommst jetzt auch noch mit. Perfekt. Schön noch anschließen das Ganze. Aber Moment. Da können wir das hier doch auch gleich abreißen. Das wird euch gleich durch die schönen Dampfer angeliefert. Kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Und dann hier mit der Straße weiter. Was hast du denn eigentlich noch drin? Oh, Kartoffelkeimlinge. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr. Weg damit. Dann gibt es jetzt hier den schönen Weg noch für euch. Ja, einmal so. Lagerhaus passt da perfekt noch mit rein. Oh, ein Traum. Und wo kommt ihr mit hin? Passt ihr hier? Sieht mir nicht danach aus. Ach. Ja.
erstmal mit dahin. Vielleicht fällt mir ja noch was Besseres ein. Nö, dann machen wir das aber mal anders. Und zwar so. Nehmen das Stück noch raus. Verschieben das noch nach links. Und da passt das auch noch mit da oben hin. Einmal so, einmal so. Da kann ich hier noch eine schöne Straße entlang ziehen. Wunderbar. Aufrüsten könnte ich dich eigentlich auch. Dann kann es weitergehen mit den Häusern. Aber. Zuerst noch hier die Ladung angepackt und wieder nach oben geschickt. Stillgestanden, der Admiral. Einmal so, einmal dahin. Kümmere ich mich auch gleich nochmal schnell um euch. Zum Horizont. Und du noch, mein früher Vogel. Tja, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Neue Befehle? Och, wer ist denn da? Na, schau dir mal an. Hat schon was für sich. Sieht schon nicht schlecht aus, wenn sie so alle da unterwegs sind. Wieso? Moment mal. Lotto bereit. Hallo, wieso bekomme ich euch nicht mehr mit? Das ist ja jetzt mal ganz schlecht. Einfach was meine. Was für ein Opus Magnum. Einfach meine Gruppierung aufgehoben. Ach, ihr traut euch was. Dann halt so. Flotte erwartet Befehle. Einmal bitte hier runter zum guten Sir Archie und ihr werdet dann alle schön nacheinander verscherbelt. So viel dazu. Dann geht's weiter hier. Packen wir mal alles aus, dass wir dich und deine Kollegen dann auf die Routen schicken können. Halt. Etwas näher ran, wenn ich bitten darf. So, nochmal überprüfen. Wurst. Jawohl, das wird benötigt. Brot haben wir hier. Da gibt's den Schnaps. Ach, da kommt schon. Ach, ihr macht wieder ein Gefahr hin hier. Wendemanöver. Hier hätten wir die Seife. Seht nur, wir befinden uns in... Kisten unter Deck. Das gute Bier für Pia Garden. Und Kleidung. Na super, zum Horizont. Jetzt bekomme ich dich nicht leer, aber das haben wir auch gleich. Einmal Hütten hierhin, einmal Hütten dahin, da hätte ich auch gern noch welche. Na, wenn wir einmal dabei sind, machen wir gleich alles voll hier. Das wäre Reihe Nummer 1, Reihe Nummer 2, Reihe Nummer 3. Oh, Moment mal. Ach, was? Blindfisch ist da aber wieder unterwegs. Hier zwei Wirtshäuser nebeneinander gesetzt. Na prima. Da kann das mal raus und da könnte doch die Schule dahin gesetzt werden. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Hier unten das Ganze noch anpassen. Wo einst die Lehmgrube stand. Dann, hier müsste dann aber Platz bleiben für eine Kirche. Muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Ja, ja. Würde alles erreichen. Dann nehmen wir das nochmal raus, euch nochmal weg und stellen die Kirche damit auf. Reihe 1, Reihe 2. Oh, da könnten jetzt schon die öffentlichen Gebäude kommen. So viel Platz haben wir da ja auch nicht mehr. Einmal so durchgezogen noch hier, dass man da noch was schön mit hinstellen kann. Halt! Da! Dort nehmen wir mal wieder raus, das auch. Und hier kann das Ganze noch ein bisschen weggerissen werden. Oh, halt, das war eins zu viel. So, so, so. Aha, da kann man das auch noch rausnehmen und haben wir es doch.
No, wer hat denn da die Straße vergessen? Jetzt die Frage, reicht das dann bis hier rüber? Wenn ich es hier mit aufstelle, eigentlich schon. Marktplatz dahin. Wirtshaus. Ja. So, halt. Eins noch weiter nach rechts. Feuerwehr wird nicht vergessen. Oh, Polizei haben wir. Doch, Polizei steht da unten. Und eventuell. Oh, vielleicht reicht es ja auch, wenn ich es da stehen lasse. Schauen wir mal. Fehlt jetzt noch die Schule? Nee. Geht das auch hier drüben? Sieht so aus. Stellen wir das damit hin? Obwohl, wäre eigentlich egal, ob nun links das Wirtshaus und rechts die Schule oder andersrum. Aber naja, egal. Da das Ding reingesemmelt. Kann sogar noch ein Häuschen mit rein. Und jetzt nur noch hier. Polizei. Ja, da kommt die mal mit hier drüben dran. Oder mit hier drüber? Ach, egal. Dann hätten wir doch alles. Hätten wir doch. Ja, na super. Nee, da kann man das auch nochmal abändern. Da passen hier sogar noch zwei Stück mit rein. Was hab ich da nur wieder mal gemacht hier? Morgs. Rosenmorgs. Einmal da, einmal da. Und hier bekommt ihr auch noch zwei neue Nachbarn. Ja. Eins, zwei. Geht's weiter. Zumindest bis dahin. Da passt nichts mehr. Kann ich machen, was ich will. Aber dafür hier. Und hier drüben auch noch. Halt. So, genau. Sollte mal langsam die Routen losschicken. Da passt noch eins mit hin. Habe ich doch gesehen, habe ich doch. Und hier auch noch einmal. Naja, dann so halt. Auch mal was anderes. Und hier doch eigentlich auch noch. Oh ja. Wir füllen jetzt hier alles aus. Huch. Moment. Was habe ich jetzt geklickt? Um Gottes Willen. Einmal so, einmal so. Hier noch. Und da noch. Und dort noch. Und schön wär's, wenn ich da auch noch was mit hinbekomme. Ziehen wir noch eine kleine Straße durch. Wo mehr als eins ist da nicht drin, oder? Nö. Ist nicht. Reichst du denn nun? Mein Hospital. Ja.
Sieht ganz in Ordnung aus. Neue Befehle? Jetzt bekommen wir dich doch leer. Und können euch alle zusammen losschicken. Guten Piergarten. Und fangen wir mal das an. Das grenzt an Erpressung. Aber ich doch nicht. Niemals. Erzähl doch kein Schmarrn. Bier haben wir hier. Brot. Irgendwo sollte der auch sein. Zum Beispiel der hier. Kleidung natürlich. Lasst euch doch nicht nackend rumlaufen hier. Schnaps. Naja, ein bisschen Zielwasser sei euch gegönnt. Seife. Ja, stinken sollt ihr schon nicht. Das ist schon wichtig. Und ein bisschen Wurst, damit ihr mal was auf die Rippen bekommt. Alle drin. Alle auf der Fahrt. Alle auf der Reise. Sehr gut. Dann war's das hier erstmal, bis wir wieder aufrüsten können. Bis zu den Arbeitern. Und dann könnten wir hier drüben in Sogi de Kurg die restlichen auch noch mitnehmen. Ja, könnte man. Kran anhalten! Hab ich euch wieder vergessen. Ach. Die Partie ist eröffnet. Ja, und dich auch. Ich weiß. Flotte bereit. Kann doch aber nicht überall gleichzeitig sein hier. So, gut, abgeladen. Ach ja, da war ja was. Jetzt, ich denk dran. So kann man das ja auch machen. Mitgenommen reicht's schon wieder für eine schöne, nette... Nein, reicht es nicht. Für die Expertin, für Exporte reicht's nicht. Dann... Noch eine weitere Anlegestelle. Unsere Ergebnisse. Fehlen ja noch ein paar. So, ach so, verkaufen tue ich euch dann mal abseits der Folgen. Die Klickerei werde ich euch jetzt ersparen. Oder Moment, kann man das alles vielleicht zusammen machen? Hi. Na, das wäre ja auch zu schön gewesen. Dann halt nicht. Was nehmt ihr denn jetzt noch mit? Vielleicht auch noch ein bisschen Holz? Bringen Sie das mal da hoch. Sagen wir die auch noch mal voll mit dem Kram. Stahlträger, das machst du. Wendemanöver! Und der frühe Vogel? Na, ein bisschen Stahlbeton wäre wieder vonnöten. Beidrehen! Was ist denn hier schon wieder los? Warum? Wo? Okay. Das wollen wir doch aber nicht. Tja, man könnte... Oh ja, da eine Straße durchziehen und schon klappt das doch. Gut. Erstmal wieder wegnehmen hier, die Sortierung. Das macht mich ja wahnsinnig. Dann sind wir doch für heute soweit durch. Oder habe ich wieder irgendwas übersehen? Ach ja, noch einmal können wir ja drüber hier mit aufrüsten. Dann machen wir das doch. Da steht noch ein Einzelner. »92 Bretter noch, wer...« »Oh, bevor ich dich wieder vergesse...« »Und genau, erstmal hier, die Arbeiter noch.« »Gut, reicht nicht ganz?« »Frachtschiff, steht bereit!« »Da kommt doch schon die nächste Lieferung. Na, dann nehmen wir euch jetzt auch noch mit.« Wendemanöver! Dann ist aber wirklich gut. Sonst komme ich hier ja nie zum Ende. Stillgestanden! Wieder runter. Ihr verstopft mir hier die Leiste, aber sowas von.
Mehr Druck im Kessel. Das ist doch leichter so. Einmal bei dir. Einmal die gute Buergo Invicto. Hi. Hoch, aufrüsten, fertig, ab zur Expedition. Und dann war's das wieder für heute. 428 für dieses Rechteck reicht's noch. Und für dieses Rechteck vielleicht auch noch. Und die drei nehme ich auch noch. Aber jetzt ist gut. Euch und euch. Und aus, Ende, vorbei, Schluss. 642.624.19.20.21. Also 1 Million wäre schon nicht schlecht, wenn man das erreichen würde. Wird schon drin sein, irgendwann. Irgendwie. Aber nun gut. Schauen wir wieder zu unserer botanischen Expedition. Oh, eine Handvoll Dublonen. Die Truhen des Schiffes wurden ausgeraubt. Der Zahlmeister hatte gleich geahnt, dass diese Neulinge nichts Gutes im Sinn hatten. Sobald das Schiff in einem Hafen eingelaufen war und die Seeleute sich etwas Ruhe genehmigen durften, sind die drei Landratten in der Menschenmenge am Hafen verschwunden, mitsamt der Bezahlung für mehrere Wochen. Dieser Diebstahl wurde bis ins kleinste Detail geplant. Ihre Seeleute wurden von Profis ausgeraubt. Na, das wollen wir doch mal sehen, ob das wohl wirklich Profis waren. Sofort die Diebe verfolgen. Da draußen sind wilde Bestien. Auch noch. Es sind keine Spuren zu finden. Das geschäftige Treiben am Hafen und die herannahende Dämmerung verwischen die Spuren der Diebe. Den Seeleuten mag die Erfahrung fehlen, um die verblasste Spur innerhalb der Stadt aufzuspüren, doch vielleicht können sie am Rande der Stadt etwas finden. Na dann, werden wir mal weitersuchen. Endlich, eine Spur, die verfolgt werden kann. Zwischen den zahllosen Fußabdrücken, die die Seeleute selbst hinterlassen haben, finden die besten Spurenleser die Abdrücke der flüchtigen Diebe im Staub. Das unregelmäßige Muster, das der hinkende Anführer hinterlassen hat, ist unverkennbar. Die Spuren führen zum nahegelegenen Fluss, wo sie im Wasser verschwinden. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sie zu Fuß verfolgen. War wohl keine gute Idee. Die Mannschaft findet keine sichere Stelle, um den Fluss zu überqueren. Die Seeleute sind es nach einiger Zeit leid, ihre sinnlose Suche fortzusetzen. Sie können die Tiefen des Flusses mit ihren ungeschulten Augen nicht einschätzen und jede Stelle im Wasser scheint zugleich tief und flach zu sein. Sie trauen sich nicht, es zu versuchen und geben verstimmt die Suche auf. Wie, was soll das heißen? Ihr traut euch nicht darüber. Ich geb euch gleich mal was von hinten. Also echt. Ruhige See. Hätte besser laufen können. Schade, schade, schade. Einfach mal ausgeraubt worden. Mies, sowas. Naja, das war's für heute wieder. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.